Herzlich willkommen hier im nächsten Let's Play, gleich mit der Sequenz. Ich habe erfahren, dass unsere Gegner für Dr. Nitrus Brio arbeiten, den Erfinder des Evolvo-Strahls. Brio war in der Vergangenheit für unsere Missverständnisse verantwortlich. Er zwang mich, ihn bei seinem Plan für die Weltherrschaft zu unterstützen. Und jetzt schlägt er wieder zu. Er wird versuchen, uns aufzuhalten. Pass auf, Crash. Um die Kristalle zu Engin zu bringen. Tja, und so war das. Und damit herzlich willkommen hier im nächsten Let's Play, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, geht's hoch zu Engine. Ich habe nämlich gerade gesehen, ich hatte es ja direkt jetzt nochmal gespielt, nachdem ihr das Ende vom anderen Let's Play gesehen habt. Und der Kristall, der war unten irgendwie links. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den nicht eingesammelt habe. Aber ihr habt es ja im Let's Play jetzt gesehen und ich werde mir das auch nochmal angucken, wie das war. Mit dem Kristall, ob ich den einfach nur vergessen hatte einzusammeln, nachdem ich die Checkpoint-Kiste kaputt gemacht habe. Naja, mal sehen. Dr. Engine. Ausweichen ist sicherer für dich, aber es erschwert das Zielen. Stimmt, wir müssen ja deinen Roboter kaputt machen. Ja. Tja, der hört sich an wie immer. Im Englischen hört er sich auch so an, weil ist klar, ne? Da hier sind beispielsweise Zeichen abgebildet, wo das. Ach so, stimmt. Hier. Ich muss immer Viereck drücken, um Äpfel zu werfen. Und muss die Dinger kaputt machen. Später muss Coco gegen ihn kämpfen, gegen Engine. Achtung. Nein. Wir müssen ihm all seinen ganzen Shit kaputt machen. Cool, jetzt wirft er die. Damals kam, glaube ich, nur. Kam einfach nur so Äpfel rausgeschossen, so auf einmal. Hä? Was sind das jetzt? Jetzt wirft er die wirklich. Aber voll gut, dass der die Klappen öffnet, wo ich gar nicht langlaufen kann. Okay, das Ding ist fast kaputt. Ey, ganz ehrlich, wenn ich da runtergehen muss, was ist denn das? Damals habe ich es besser gekonnt. Oh, ey, ja, klar. Öffne die Klappen, wo ich nichts machen kann. Ey, wie soll ich denn da rankommen? Wieso öffnet der den Klappen da außen? Ja, super. Wieder nicht. Ey, ganz ehrlich, damals konnte ich zumindest noch rüberspringen und jetzt sowas. Irgendwie schwerer, den Strahl auszuweichen. Öffnet ja jetzt so ständig die Klappen, wo ich nichts machen kann. So, zack. Schönen Arsch, wa? Jetzt schießt er erstmal Raketen. Vielleicht, ne? Oder? Ey, da was? Er öffnet ständig an den Stellen, wo ich nichts machen kann. Ja, genau. Richtig geil von Activision. Richtig mies. Ja, genau. Da hinten kann ich auch voll treffen. Jetzt hätte ich treffen können, aber da vorne nicht. Da. Doch meine scheiß Klappe hier. Da war nicht leichter. Ich wollte erstmal Raketen. So, bum bum bum.
Später hat er so einen Laserstrahl. Alter, jetzt wird's schwer. Irgendwie ist es gerade hier schwieriger zu treffen als im ersten Teil. Weil Crash halt diese richtige Wurfbewegung macht, ne? Damals kam einfach mal Äpfel rausgeschossen, einfach so. Irgendwie bewegt er sich auch schneller als im Original, finde ich. Vielleicht so, weil das einfach bei der PS4 schneller verarbeitet werden kann. Es kann nämlich nicht sein, dass ich damals schneller war in solchen Sachen. Kannst du vergessen, dass ich damals schneller reagieren konnte damit. Oder ich habe so lange geregelt, dass ich einfach dann halt das Ding getroffen habe einfach. Weil er sich ja dann so mitbewegt und ich mir immer so bewege, dass ich ihn genau nicht treffe. Boah, echt jetzt? So, jetzt ist sein eines Ding auch kaputt. Ja, Mist. Alter, wie die Äpfel da lang fliegen und einfach nicht treffen. Die viel zu spät da ankommen, wo sie sollen. Die beste Chance hat man, wenn er die Rakete raushaut. Aber im Laserstrahl geht er leider nicht. Da muss ich ja den Körper von dem Shit-Ding treffen, von der Maschine da. Boom! Jetzt kommt er immer da, wo ich gerade bin, oder? Nee. Hä? Das wird richtig schwer am Ende. Da muss ich aber immer den machen, wenn er gerade da ist. Kann er irgendwie nicht seitlich werfen oder sowas. Boom! Okay, das war jetzt einfacher als damals. Damals gab es richtige Schwierigkeiten. Mac im Eimer. Ha. Mac. Also, das war mit M-E-C-H geschrieben. Wie Maschine, aber... nettes Wortspiel. Mac im Eimer. Nee, ey... aber irgendwie kapier ich's nicht. Der am Anfang war schwieriger und der Endteil war wiederum dann leichter als vorher. Naja, das war jetzt der letzte Endgegner vor Cortex. Danach kommt schon Cortex als Boss. Tja, das geht ganz schön schnell voran hier. Naja, lasst uns mal weitergehen. Und zwar eine Etage höher. So, da sind wir in meinem Lieblings-Warp-Boom. Genau. Herzlich willkommen in meinem Lieblings-Warp-Boom. Der Weltraumstation. Was hast du für ein Problem, Beuteldachs? Ich bitte dich nicht noch einmal, mir die Kristalle zu bringen. Hole die letzten 5 Kristalle, Crash, und bring sie mir! Also, das erste Level müsste es sein. Ja, das ist mein Lieblingslevel. Oh, jetzt geht's hier zu Cortex einfach raus aus der Weltraumstation. Nach oben war viel besser. So. Piston it away. Das ist mal eins meiner Lieblingslevel. Diese Hightech-Level. Das sind einfach meine Lieblingslevel. Und das andere ist Spaced Out. Genau. Und. Nee, Pack Attack ist das andere. Dann gibt's Night Fight. Dieses eine dunkle Level, was ich zu euch meinte, ne? Und dann haben wir hier Spaced Out mit Jetpack. Und hier Rocket. Auch mit Jetpack. Also sind geile Level, aber die Jetpack-Level sind extrem krass. Naja, lasst uns mal starten. Ab in Piston it away. Piston it away. Klare Edelsteine tauchen oft am Ende von Todeswegen auf. Ja, hier gibt es auch noch einen Todesweg. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Es ist, hat zwar einen gewissen Schwierigkeitsgrad, aber irgendwie... hat mich das damals so mit der Technik fasziniert. Wisst ihr?
So wie ihr seht, ihr alles Hightech und das war in den 90ern. Das hat mich als kleines Kind irgendwie voll interessiert und irgendwie, ja, immer schon technisch affin, ne? Kannst du auch in eine Windel einfach mal so die Kassettenrekorder an- und ausmachen, wenn du Bock drauf hast. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das so von der Aufmachung wahrscheinlich am besten. Wieso nicht? Lag nicht an der Schwierigkeit, dass einer meiner Lieblingslevel war. Einfach so vom Level-Stil, ja. Vom Level-Style. Das war gut. Ach so, stimmt. Die Dinger sind jetzt hoch. Es gibt aber auch ein Ding, was beides kann. Genau das da. Das Ding sieht aber nicht so Hightech aus jetzt wie damals. Das Ding da kann ich verbrennen. Und dann gibt es hier noch ein Schrumpfapparat. Das ist auch geil, wo man dann mit einem Mini-Crash rennt. Irgendwas hat hier noch dahinter gesteckt, hinter diesem Kisten. Ich sah nicht mehr, was das war. Stimmt, da muss ich rausspringen können. War knapp. So. Ja, da war eine gewisse Schwierigkeit mit drin. Jetzt bloß nicht verkacken. Aber wie gesagt, die Totenkopf-Level sind halt schwieriger. Aber an sich habe ich die Edelsteine hier natürlich schneller bekommen als Teil 1. Stimmt, jetzt werden wir erstmal durchleuchtet. Ah ne, der kommt erst später. Da. Der hat damals eigentlich so geschrien wie Dingsbums. Also im Englischen hat er halt diese Stimme gehabt wie bei The Darkest Hour. Oh. Okay, hier gibt es erstmal einen Checkpoint. Das war doof. Aber gut, dass wir hier einen Checkpoint haben. Auch wenn es blöd ist, dass wir Akku verloren haben. Oh, jetzt kommt es mit dem Strahl. Oh. Stimmt, wir können gar nicht laufen, wenn wir so verkleinert werden. Das ist unser Tod. Das hätte ich vielleicht nicht vergessen sollen. Das ist mir erst eingefallen, als ich gesehen habe, was da passiert ist. Ah, so, stimmt, so war das. Da kam der von oben. Okay. Oh. Nein! Ja, wir sterben dann. Nein! Fuck, man.
abpassen. Nein, Mann, nicht schon wieder raufgerutscht. Gibt's doch nicht. Komm schon, Aku Aku. Helf uns mal. Da kommen noch mehr so eine Fallen. Oh, und jetzt springe ich hier runter. Ey, das könnte passieren, dass ich echt in der letzten Ebene dann wirklich Game Over gehe. Ah, nur weil ich die ganzen Totenkopf-Level spiele. Ja, klar, ich wurde wieder getroffen, ne? Assi. Nein! Das Einzige, was man ja eigentlich hier braucht, ist der Edelstein, wenn man den geholt hat. Aber hier ist ja noch der schöne Checkpoint, ne? Gut, dann müsste doch so gehen. Ja. Ich wollte gerade sagen, was soll ich denn noch machen? Alter, das ist nicht sein Ernst. Okay, kommen wir auch raus. So. Hohoho. Das hat nur wegen, weil ich den Akku gerade verloren habe, nichts mehr gemacht. Ja gut, hier habe ich auch nichts mehr erwartet, aber wir haben ja den einen Edelstein, das Level müssen wir normal spielen. Habe ich jetzt aber kein Problem mit. Gut, okay. Aber ich muss jetzt langsam echt mit meinem Leben aufpassen, ey. Bei Crash 1 war es so, da bin ich so hoch, also Pola hat uns 10 Leben gegeben. Aber bei Crash 1 hatte ich ja natürlich, dadurch, dass ich den grünen Edelstein relativ schnell geholt habe, bei Heavy McHenry, so. Hatte ich ja automatisch dennoch einfach mal 20 Leben oder sowas oder 25 Leben extra. Ne, 20 waren es, aber das hat mir natürlich extrem geholfen. Dadurch hatte ich permanent irgendwie 40 Leben oder sowas und jetzt hat hier nur 21. Rocket, okay, ich hätte jetzt gesagt, ja, yeah, ich spiele jetzt nochmal das da, weil man erkennt es, ne? Hier sieht das Tor so aus und hier auch. Hier mit Rocket sind zwei so eine Lichter. Und hier zwar jetzt nicht, aber Pack Attack, Rocket und Night Fight sieht man, dass es anders ist. So, aber da ich euch ja ein bisschen was zeigen will schon hier, gehen wir mal in Rocket. Und da mit Rocket kehre die Flugsteuerung im Optionsmodus um. Ach so, stimmt, weil wenn ich nach oben drücke, wenn ich sozusagen denke, ich gehe hoch, dann gehe ich runter und andersrum. Jetzt kommt. Ne, ja, so eine typische Alien-Mucke. Alter, das ist neu. Wisst ihr, wie damals war? Da war nur. Hä? Jetzt benutzt man R2 und L2? Damals. Achso, nee, Quatsch. Doch. Nach oben und unten ist jetzt so. Wenn ich nach oben drücke, komme ich nach oben. Wenn ich nach unten drücke, komme ich nach unten. Damals war es, glaube ich, umgekehrt. Deswegen stand da, wenn man das umkehren will. Damals war es nämlich so, wenn man nach unten gedrückt hat, glaube ich, ist man nach oben geflogen. Also damals war halt diese umgekehrte Steuerung, die man meist auch hat, wenn man irgendwelche Spiele spielt, wo man Flugzeuge steuern muss, ne? Dann ist nach unten. Dann ist nach oben der Weg nach unten und andersrum. Aber, hä? Hä? Die haben doch gerade die Steuerung angezeigt mit R2 und L2, ne? Es geht aber auch noch mit Kreuz und Kreis. Die Originalsteuerung, dann nehme ich die. Ich bin doch keine Pussy, ich kann mit der Originalsteuerung spielen. Auch wenn ich mich hier erstmal wieder einfassen muss. Ist echt nicht easy, wenn man das eine Weile nicht mehr hatte. Deswegen kann man wahrscheinlich auch das mit dem Seitenverkehrten einstellen noch. Wie beim Original, falls man das Original noch vor ein paar Tagen gespielt hat oder so. Hätte ja sein können. Ey, ist echt extrem tricky, diese Level. Wie gesagt, vielleicht ist das andere nur eins meiner Lieblingslevel. Oh, hier sind die ganzen heißen Rohre. Das sind Bomben. Hier muss man vorsichtig sein in dem Level und
vielleicht ist Andro nur mein Lieblingslevel, die Zukunftslevel, weil die einzigen sind, die relativ einfach sind, ne, im Vergleich. Achtung, zurück. Wieder vor. Hoch. Wieder runter. Zur Seite. Nein, nee, Mist. Das Problem ist natürlich, man springt ja sonst mit X. Und dann wollte ich mit X gerade springen. Oh, die Dinger, das wird auch noch richtig schwer. Dann sind nur noch Kabel, die da irgendwie Strom durchführen. Die kommen noch. Das ist schwierig. Deswegen mag ich wahrscheinlich wirklich diese anderen, weil das eine ist dunkel und die anderen sind hier halt relativ knifflig. Und der da gibt wieder Strom ab hier im Lab. Cyborg, Alter. Das ist halt ein bisschen... schwierig zu sein. Achtung. Vorsichtig. Checkpoint. Alter, jetzt muss ich erstmal da hoch. Nein, das war die Falle. Dass man viel zu früh hochgeht. Wenn die zusammengehen. Jawohl. Komm schon. Alter. So. Ja, das Miese ist, hier ist eine Kiste, hier ist noch Feuer. Du siehst nicht, wann du vorbei bist. Alter, war das knapp. Weil Crash einfach mal noch den Weg nach vorne gemacht hat. Stirb! So, geht doch. Checkpoint. Wenn ich den jetzt... Ah! Ich hab was für eine X gedrückt. Alter. Ah, es wird im zweiten Level wird's nicht einfacher, da wird's noch schwieriger. Das hier ist noch die einfachere Variante von den beiden. Von den beiden Levels. Level, Mann. Oh, da muss ich wieder runter durch. Achso, hier ist der Kristall auch gut. Hätte ich fast verpasst. Alter. Problem ist, ich muss den Vogel da treffen, wenn die Dinger auseinander gehen. Jawohl, und jetzt wird das, jetzt kriegt das ab. Zack! Och man, jetzt haben die wieder die geile Animation. Weißt du, damals hat er sich Brille aufgesetzt, Jetpack übergezogen und ist los. Und dann war es hier so, dass er das weggeworfen hat in die Luft, das weggeschwebt, am Wegschweben war und dann... Hä? Uns fehlt eine Kiste? Nee, ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal zurück. Lasst mich zurück. Komm schon. Hä, man kann echt nochmal zurück. Boah, Alter, jetzt habe ich echt genau eine Kiste verfehlt. Jetzt ehrlich, würde ich mir die Let's Plays anzugucken von mir, dann würde ich es auch immer noch schnell machen, um letztendlich zu sehen, wo habe ich eine Kiste liegen lassen, weil so wie jetzt gerade... Eine Kiste und ich glaube, ich weiß, wo die war. Ihr wisst da, wo man so rüberging und da denn halt so abgerundet war, dieser Durchgang. Da kann es sein, dass da unten eine Kiste versteckt war. Also, dass man weiter nach unten musste und dann sich drehen musste. Aber man muss ja auch auf so viele Sachen da achten. Das ist so echt schwer. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht kann Coco ja da mal spielen. Im zweiten Pack Attack nehme ich mal, Coco. Damit verabschiede ich mich hier mit Coco. Hallo. Die wird nämlich die letzten Level machen und dann wird Crash Cortex besiegen. Also bis zum nächsten Mal, wenn wir das Finale spielen.